Hallo und herzlich willkommen zur Sketchbibel. Ich bin Annette Janssen, ich bin Theologin und ich arbeite im Bistum Aachen als geistliche Verbandsleitung beim BDKJ und als Frauenseelsorgerin. Und beim Evangelium von heute geht es um das Erstersein. Jesus und seine Freundinnen und Freunde sind unterwegs in Galiläa, im grünen Hügelland um den See Genezareth, unterwegs nach Kapharnaum, der Homebase. Die Menschen, mit denen Jesus unterwegs ist, sie unterhalten sich auf dem Weg, wie man das so macht, wenn man eine Strecke Weg miteinander geht, mal zu zweit, mal zu dritt. Dann überlegen sie vielleicht, wer ist von uns als Erster dabei gewesen? Wer kennt Jesus am besten? Wer kennt ihn am längsten? Wer weiß besonders viel von ihm? Und vielleicht schnappt Jesus ja etwas von ihren Gesprächen auf. Im Haus kommt es dann zu einem Gespräch, das nachher im Evangelium nacherzählt wird. Jesus fragt, worüber habt ihr gesprochen unterwegs? Niemand antwortet, denn sie hatten doch eigentlich darüber geredet, wer von ihnen am wichtigsten sei. Und das ist irgendwie peinlich, ihm zu sagen, wo er doch so ganz anders ist. Er scheint sich nie wichtig zu nehmen und ist doch immer der Mittelpunkt, wo immer er auftaucht. Jesus scheint es aber zu erraten, denn er sagt, wer bei euch am wichtigsten sein will, wird der Letzte von allen sein und für alle vermitteln. Dann ruft er ein Kind zu sich, hockt sich zu ihm, nimmt es in den Arm und sagt, wer so ein Kind meinetwegen aufnimmt, nimmt mich auf und damit Gott, der mein Ursprung ist. So weit, so einfach und so menschenfreundlich. Mit der Überzeugung, dass Menschen füreinander da sein können, dass Konkurrenz nicht zufrieden macht, dass Solidarität Menschen etwas von der Nähe Gottes erfahren lässt. Trotzdem kann man diese wenigen Worte sehr unterschiedlich hören. Kennt ihr das Modell von den vier Ohren? Das ist ein Bild dafür, auf welche Weise man etwas Gesagtes verstehen kann. Man kann die Sachebene hören. Hier ist das die Frage, worüber habt ihr gesprochen? Und die Aussage, wer am wichtigsten sein will, wird der oder die Letzte von allen sein, also in der Gruppe am wenigsten Macht beanspruchen. Die anderen Seiten bzw. die anderen Ohren sind kniffliger. Da kommt es dann auch darauf an, was ich grundsätzlich so denke und annehme von den anderen, von der Welt und von Gott. Von da aus höre ich dann mit dem Appellohr, das in dem Satz eine Aufforderung hört, mit dem Beziehungsohr, das hört, in welchem Verhältnis wir zueinander stehen, und mit dem Selbstoffenbarungsohr, das hört, was mir der oder die andere über sich selbst sagt. Wenn ich nun annehme, dass Jesus Menschen etwas beibringt, dass er sie belehrt, dass die Menschen aber eigentlich immer korrigiert werden müssen, dass es zwischen Gott und Mensch ein Verhältnis von Gehorsam und Belohnung oder eben von Ungehorsam und Strafe gibt, dann höre ich vielleicht die Frage, worüber habt ihr gesprochen, gar nicht als richtige Frage, sondern als ob Jesus die Antwort schon kennt, so wie bei der Frage, wer hat die Schokoladenflecken an der Schranktür gemacht, wo es nur darum geht, etwas beschämt zugeben zu müssen. Dann höre ich darin vielleicht eine Aufforderung, solche Gespräche nicht zu führen, solche Gedanken nicht zu haben, wie eben den Gedanken, ich will die Wichtigste sein. Dann höre ich vielleicht mit meinem Beziehungsohr, ich kenne deine Gedanken. Und mit dem Ohr, dass Jesus mir etwas über sich selbst erzählt, höre ich dann, ich missbillige das. Dann höre ich im Satz, wer bei euch am wichtigsten sein will, wird der oder die Letzte sein. Vielleicht mit dem Appellohr, du musst dich klein machen. Mit dem Beziehungsohr, ich strafe dich sonst mit Missachtung. Und mit dem Ohr der Selbstmitteilung, das erwarte ich von dir. Dann wird aus dieser Szene eine Bloßstellung und es folgt daraus eine Kirche, in der Menschen sich gegenseitig ein schlechtes Gewissen machen und es als Dienen tarnen, wenn sie Macht ausüben und in der Macht deswegen oft subtil ausgeübt wird. Aber ich kann ein anderes Grundsetting annehmen. Wenn ich annehme, dass Jesus nicht fragt, um bloßzustellen, wenn ich annehme, dass Jesus selbst das Letzte sein und für alle vermitteln als sein eigenes Lebensmotto hat, wenn ich annehme, dass wir darin Gott nahe kommen können und Gottes Schönheit in dieser Welt aufblitzen sehen können, dann kann das ganz anders klingen.
Worüber habt ihr gesprochen? Fragt Jesus. Und ich kann mit dem Aufforderungsohr hören, erzähl mir von dem, was dich bewegt. Mit dem Beziehungsohr höre ich dann, ihr seid mir wichtig, ich interessiere mich für euch. Und als Auskunft über Jesus selbst höre ich dann, ich weiß nicht alles von euch. Wer am wichtigsten sein will, wird Letzter oder Letzte sein und für alle vermitteln, sagt Jesus. Dieses Vermitteln übersetzen wir oft mit Dienen. Gemeint ist gegenseitige Fürsorge und Moderation untereinander. Letzter sein und für alle vermitteln, das kann ich mit dem Aufforderungsohr hören als schaut, welche Welt ich euch anbiete. Mit dem Beziehungsohr kann ich hören, ich will mit euch zusammen etwas Neues beginnen. Und mit dem Ohr, das sensibel ist für die Selbstmitteilung des anderen, kann ich hören, ich zeige euch etwas Wichtiges von mir, wie ich selbst bin. Und was heißt das dann konkret? Auch das wird erzählt. Jesus holt ein Kind dazu, hockt sich zu ihm, umarmt es und sagt, wenn ihr euch um ein Kind kümmert, begegnet ihr Gott. Kinder sind offenbar auch im Haus. Jesus und die Seinen sind nicht abgekoppelt vom Rest der vielen Menschen, die dort leben. Und Kinder sind damals wie heute die Schwächsten in der Gesellschaft. Damals gibt es wenig, das sie schützt. Sie sind gefährdet, völlig abhängig und oft am härtesten von Armut betroffen. Kinder stehen in der Hierarchie ganz unten. Sich um Kinder zu kümmern, gibt einem keine gesellschaftlichen Pluspunkte. Und weil Jesus ein solches kleines Mädchen oder einen solchen kleinen Jungen mit liebevoller Aufmerksamkeit bedenkt, darum glaube ich, dass wir die Szene und das Gespräch besser verstehen, wenn wir es auf die zweite beschriebene Weise hören. Kein beschämendes Ausfragen kommt von Jesus, kein Vorwurf, keine Abwertung, sondern Neugier und Interesse, dass wir freiwillig aufeinander achten können und andere nicht klein machen, dass wir miteinander statt gegeneinander leben können, dass es Besseres gibt als Konkurrenz und dass wir vor Gott keine Angst haben müssen, zu kurz zu kommen, dass wir uns Gottes Zuneigung nicht erarbeiten müssen, dass wir beim nächsten Mal, wenn wir miteinander unterwegs sind, uns gegenseitig von dem erzählen können, was wir glauben, was wir hoffen, was uns wirklich wichtig ist. Und dass wir davon erzählen können, wenn Jesus fragt, worüber wir denn unterwegs miteinander gesprochen haben. Und das war's zum heutigen Evangelium. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag und habt es gut. Musik